Das ist Dr. Natascha Bagapur, Kustodin für die klassische Antike und Alten Orient hier im Haus. Und das ist Dr. Veronika Schreck, unsere derzeitige Volontärin. Und wir sind hier im Depot des Archäologischen Museums in Frankfurt und schauen uns hier ein paar wunderschöne Bronzeobjekte an, die wir für die Restaurierung vorbereiten. Hier haben wir eine wunderschöne Rippenschale aus Iran, aus dem 7. bis 5. Jahrhundert vor Christus. Da muss noch ziemlich viel gemacht werden. Und es gibt ja auch noch das tolle Stück aus Assyrien. Ja, und haben wir nicht auch ein Stück, das oben in der Ausstellung ist, das ähnlich aussieht wie die, also vor allem diese Rippenschale? Ja, ich glaube schon, aber lass uns doch mal gucken. Ja, lass uns mal gucken gehen. Hier ist die Rippenschale. Genau, das ist ein ganz besonderer Grabfund hier in Hessen, weil es nämlich der älteste ist. Der wird um 700 datiert und das ist etwa 250 Jahre älter als der prunkvolle Grabfund am Blauberg. Ach, tatsächlich? Genau. Ah, interessant. Und übrigens hat ja einer der ehemaligen Direktoren hier aus unserem Museum das Grab freigelegt. Deswegen haben wir dieses schöne Grab auch hier. Und ganz speziell daran sind die Bronzegefäße, die man hier sieht. Die sind nämlich aus Italien importiert, dem nordetruskischen Bereich. Und die Rippenschale, die wir im Hintergrund sehen, und die große Situla, also ein Mischgefäß für Wasser, Wein und Gewürze, ist nämlich enorm groß. Da passen 20 Liter rein. 20 Liter? Wow, da haben die ja ganz schön was getrunken. Oder es war eine Riesenparty. Wer weiß. Naja, in jedem Fall sind die Rippenschale und die Situla etruskische Objekte, also aus Norditalien. Und die Rippenschale zeigt uns zumindest, dass die Etrusker diese Art der Form aus dem alten Orient entlehnt haben, wie wir es vorhin bei uns im Depot gesehen haben. Und da sieht man, dass sich der Kreis schließt, und zwar von Frankfurt in die Welt und wieder zurück.